Ich will eigentlich, dass ihr das abholt. Wieso holst du das nicht ab? Okay. Heißt auf Deutsch, ich muss den Tabak da herstellen. Okay, dann machen wir das halt wirklich. Okay, heißt auf Deutsch nicht, dass ich den Tabak da herstellen muss, sondern der wartet einfach zu lange. Der wartet einfach auf Lager voll, der Vollidiot. Oh Mann. Gut, deswegen ist es mit den Steinen auch so wichtig. Dann machen wir hier halt wirklich Straße. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Zack. Und zack. So, du kommst komplett raus. Genau. Wunderbar. Und dann ist der auch noch lagervoll. Komm, hol ihn auch noch ab. Gut, weil dann können wir jetzt loslegen. Der und der, die können natürlich alle weg. Eine neue Stadt ist entstanden. Und dann können die auch losgehen. Dann können wir hier oben nämlich sagen. Wir machen den da mal weg. Den. So wild ist das nicht. Und dann käme da die Tabakmanufaktur hin. So, heute haben wir uns aber Zeit gelassen. Das kann theoretisch sogar nach hinten losgehen. Na, ich würde es mal so hinsetzen. Das sieht ein bisschen witziger aus. Die Straßen aus. Straße. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wunderbar. 18 Tonnen. Und dann können wir da eine Tabakmanufaktur hinsetzen. Tam, 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 tam. So, da sind nur noch 10 Tonnen. Und wir haben eine Tonne Tabak und wir haben keine Tonne Tabak mehr. Wir haben eine Tonne Tabak. Und die müsste ja jetzt verschwinden. Wir haben die ersten Bürger.
Super. Jetzt ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis Spielstand gespeichert. Der Tabak Mangelware ist. So. Sechs Tonnen. Also, wie gesagt, das ist jetzt natürlich so ein bisschen sehr grenzwertig alles. Kann sein, dass ich mir zu viel Zeit gelassen habe. Kann sein, dass ich mir zu viel Zeit gelassen habe, mich in meine Stadt zu entwickeln. Also, wir sind hier noch am Limit. Also, es kann noch gut nach hinten losgehen. Unsere Bilanz ist momentan immer noch negativ, insbesondere in Anbetracht unserer Betriebskosten. Und den Tabak da unten, also da oben anzubauen und nicht da unten, durch diese Transportverzögerung, kann das gut sein, dass das auch nicht so clever war. Eure Stadt wächst und gedeiht. So. Euer Volk braucht einen Arzt. Unser Volk braucht einen Arzt. Wunderbar. Okay, also momentan ist Spielstand gespeichert. Sind die Erträge wieder höher als die Betriebskosten? Unsere Bilanz ist trotzdem noch negativ, weil wir halt immer noch Werkzeuge einkaufen. Muss halt diverse Dinge im Auge behalten, wie die Stoffe, den Tabak und die Lebensmittel. Die müssten langsam zur Neige gehen, also der Tabak sowieso, aber der Alkohol und die Lebensmittel, das können nämlich auch bald. Da könnte man eigentlich hier oben Platz. Also da könnten wir auf jeden Fall hier noch sagen, zack und zack. Oder ne, weil da würde ich ja wegen der Kirche dranbleiben wollen. Okay, wir haben 6 Tonnen Steine, die halt gebraucht werden für unsere Häuser. Ich würde die eigentlich auch ganz gerne für Straßen gebrauchen. Was du jetzt eigentlich auch noch machen kannst, ist auf deiner Route hier, du kannst eigentlich die Steine einladen und hier wieder ausladen. Ich denke, da unten brauchen wir die gerade nicht. Ey, wir haben eine positive Bilanz. Das ist ja völlig überraschend. Spielstand gespeichert. Was ich auf jeden Fall brauche, ist eine Werft. So. So, jetzt sind wir endlich mal wieder bei positiver Bilanz. Das finde ich ganz gut. Wie gesagt, bis zu den Bürgern kommen, ist immer so ein Krebsel. Wenn wir da mal bei den Bürgern sind, dann ist es meistens...
Was wir jetzt halt eigentlich machen müssten, ist halt einfach erstmal aufwerten. Was halt auch nach hinten losgehen kann, weil dann, so. Ja, wie gesagt, es kann nach hinten losgehen, dieses Warten, bis wir wieder Geld haben. Weil das Problem an der Geschichte ist, das Problem an der Geschichte ist einfach, dass es gut sein kann, so, vielleicht spreche ich jetzt den Satz, indem man es endet, dass es halt gut sein kann, dass die anderen Spieler die Inseln befolgen. Und dann bin ich halt ziemlich allein. So, aber was ich halt jetzt erstmal wirklich will, ist halt meine Siedlung aufbauen. Ich brauche halt stabile Einkommen, damit ich dieses ganze Besiedeln mir leisten kann. Was waren da die Betriebskosten? So, 120, das sind 35, 70, 105. Okay. Okay, die Auslastung von... Oh ja doch, die ist eigentlich ganz gut. Erstaunlicherweise. So, dann kannst du jetzt einladen. Das Werkzeug und das bringen wir dann zurück. Oh, jetzt geht das Geld wieder flöten. Genau. So, aber jetzt müssten wir ja eigentlich auch einen Steinbruch haben, eine Erzmine bauen können, genau. Gut, dafür bräuchten wir aber eine neue... So, ich würde hier mal die Straßen fertig pflastern. Okay. So, wir haben trotzdem noch eine gute Bilanz, eine positive. Gesichert. Was ich total überraschend finde, aber okay. Deswegen sind wir erstmal weiterhin happy. Also mit dem Tabak sieht noch okay aus, die Stoffe sehen noch okay aus, der Alkohol sieht auch noch okay aus. Da könnte ich eigentlich welchen verkaufen. Zack, Alkohol bis 40 Tonnen war es. Tabak ist es noch nicht so zufriedenstellend. Wir können einen neuen Kontor bauen, oder? Jawohl. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Pom, 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 pom. Euer Volk wünscht eine Kirche. Spielstand gespeichert. So, mein Volk wünscht eine Kirche, was ich ja gar nicht so unsympathisch fände.
Weil das bedeutet, dass sie auf die nächste Stufe kommen, nämlich Siedler. So, das fände ich ja eigentlich fast auch nicht schlecht. So, aber was ich vielleicht vorher mal machen sollte. Ah, ja. Natürlich, hier könnte ich ja jetzt irgendwo. So zum Beispiel, oder fast so. Oh ja, so wäre gut. Einen Marktplatz hinbauen. Dann kann ich nämlich direkt daneben eine Werft bauen. Und dann bedeutet das, der... Ah, das wäre ja super. Oder erst einen neuen Kontor. So. Okay, jetzt geht weder das eine noch das andere. Dafür gibt's mehr Geld. Gesichert. Also was ich denke, was wir auf jeden Fall brauchen, ist mehr Schiffe. Wir brauchen definitiv mehr Schiffe. Deswegen bin ich eigentlich fast versucht zu sagen... Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Och ja. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Wenn's das unbedingt will, dann kriegst es. Und einen Galgen könnt ihr auch haben. Am besten direkt neben das Wirtshaus. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Hygiene. So. Okay. Dann würde ich... Okay, wir warten... Ja, wir warten auf unsere Rohstoffe. So, dann können wir... Kein Werkzeug mehr da unten. Oh, Tatsache. Hat schon alles verbaut, ist ja unglaublich. Dann können wir ja das Holz noch einsammeln. Dann können wir noch das Holz einsammeln. Oh, wir haben wieder Werkzeug, das ist gut. Und dann bauen wir da unten auf jeden Fall. Den dahin. Und dann müssen wir auf jeden Fall dich in den Felsen brennen. Ganz gerne eine Straße nehmen. Okay, dann nehmen wir halt einen Feldweg. So. Können wir ja später aufwerten. Auf jeden Fall brauchen wir eine Erzmine. Und eine Erzschmelze, damit wir ganz viel Einkaufskosten für Werkzeuge sparen können. So, wie schaut's aus? 21 ist gut, 41 ist auch gut. Ja, schön. So, die Frage ist, was brauche ich für die Erzmine? Für die Erzmine brauche ich 10, 20 und 5. 10, 20 und 5. 5 hätten wir, 20 hätten wir, Werkzeug brauchen wir noch. So, dann würde ich ganz gerne speichern. Gesichert.